Das Kapitel Umwelt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dieses Jahres, bevor das Coronavirus alles andere verdrängt hat, stand die Klimaerwärmung. Aber die Liste der Umweltprobleme und ihrer Folgen ist lang. Sie betrifft außerdem Wasser, Sanitäreinrichtungen, problematische Energiequellen, Landwirtschaft inklusive der Rodung von Regenwäldern und Landgrabbing, Schadstoffe, die Abnahme der biologischen Vielfalt, Plastikabfall in den Ozeanen, Elektroschrott und so weiter. Social Design bedeutet auch, Vorschläge für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt zu machen, der ein menschenwürdiges Leben ermöglicht und gesellschaftliche und kulturelle Kontexte respektiert. Die hier gezeigten Projekte stammen von Little Sun, Architecture and Vision, der Zürcher Hochschule der Künste mit Formpool und EAWAG, Monachi, Rimidjab und der Slow Food Stiftung für biologische Vielfalt. Was wir uns näher anschauen wollen, ist der Waka Tower von Architecture and Vision, Arturo Vittori. Und was man mal als erstes sagen muss, Design spielt auch eine Rolle, ein unglaublich eleganter Wasserturm. Es sieht aus wie eine Ballerina. Die Entwicklung ist insofern faszinierend und ich wurde davon auch überrascht. Also selbst in sehr trockenen Gegenden der Welt ist es so, dass sich jederzeit Wasser aus der Luft filtern lässt, also aus dem nächtlichen Tau und so weiter. Und hier dieser Waka Tower kann aus einheimischem Material aufgebaut werden, praktisch aufgrund einer Gebrauchsanleitung. Und was dann aber gebraucht wird, sind diese Netze, diese orangen Netze, die wir hier sehen, die drüber gelegt werden und die das Wasser aus der Luft filtern und sozusagen in ihren Netzen festhalten. Wir sehen das in diesem Foto dort und dann nach unten leiten. Das sehen wir an diesem Aufbau des Waka Towers in ein in die Erde vergrabenes Behältnis, aus dem sich dann das Wasser abfüllen lässt. Dass so ein Wasserturm schafft ungefähr 100 Liter am Tag, kommt uns vielleicht hier verwöhnt, wie wir mit Wasser sind, nicht so viel vor, ist aber in einem äthiopischen Dorf zum Beispiel wirklich essentiell und außerdem kann man ja auch mehrere davon haben. Also die Schule, die wir uns gerade von Francis Carré angeschaut haben, die haben im Umfeld der Schule auch solche Wassertürme aufgestellt. Und es ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, wird dann auch ein bisschen auch hier zu einem Dorfzentrum. Im Schatten dieses Baldachins, wo es auch ein bisschen feuchter dann ist, lässt sich auch noch Gemüse anbauen. Also er kann dann vieles, er sieht schön aus und vor allem sorgt er dafür, dass nicht, es ist ja häufig Frauensache, Wasser zu holen, dass Frauen ihren halben Tag so ungefähr investieren müssen, um den Wasservorrat für die Familie herbeizutragen. Teilweise ist das auch gefährlich. Wasserquellen sind auch umkämpft. Wasser ist auch nicht immer sauber. Es ist mit unglaublich vielen Problemen verbunden. Und dieses Wasser ist eben sauber und in der Nähe und steht der Dorfbevölkerung dann zur Verfügung. Musik.